Jeder ist anders. Also hat jeder verschiedene Angewohnheiten. Was machst du da? Uff, das ist kein Anblick für schwache Nerven. Meine Freundin hat eine schlimme Angewohnheit. Sprachnachrichten. Sie schickt 10 Audiodateien innerhalb einer Minute. Sie sitzt zu Hause und es ist ihr egal, dass ich im Unterricht bin. Und meine Lehrerin direkt neben mir steht. Oh nein, Sprachnachrichten jetzt anzuhören ist definitiv keine gute Idee. Aber nicht jeder versteht das. Vielleicht ist es ein Notfall. Ich versuche, sie mir anzuhören. Aber die Geduld der Lehrerin ist zu Ende. Oh Mann, jetzt habe ich ein Problem. Für manche Mädchen ist auf Toilette zu gehen nicht nur eine Notwendigkeit. Es macht genauso viel Spaß, wie ins Kosmetikstudio zu gehen. Es gibt so viel zu tun. Und alles riecht so gut. Waschpulver, Der Geruch von Sauberkeit macht mich verrückt. Und der Weichspüler ist wie Chanel Nummer 5. Alpenberge, Meeresbrise, Frühlingsfrische. Ich kann gar nicht aufhören. Aber wieso bin ich hier hingekommen? Oh, genau, um meine Hände zu waschen. Okay, hier ist die Seife. Oh, das riecht lecker. Ich bin so in Versuchung gekommen, ein Stück zu probieren. Hey, was machst du hier? Nein, das ist nicht nur eine schlechte Angewohnheit. Es ist sogar richtig gefährlich. Hast du es satt, dich gesund zu ernähren? Sogar diese Frucht sieht nicht so attraktiv aus. Bearbeiteter Zucker ist so viel besser. Hier ist ein Schokoriegel. Das ist himmlisch. Aber warum musst du zuerst die Schokolade essen? Und dann die Füllung? Das ergibt keinen Sinn. Du versuchst den Prozess wahrscheinlich zu verlangsamen. Machst du das auch? Sei ehrlich. Ich habe ein paar Snacks gekauft. Jetzt lege ich sie auf den Teller. Aber zuerst packe ich sie aus. Oh, diese Plastiktüten sind so fest verschlossen. Man kann sie nicht einfach aufbekommen. Die Lösung ist klar. Man muss sie aufreißen. Ich bin so ungeduldig. Schau dir all diese zerrissenen Tüten an. Hey, solltest du nicht hinter dir aufräumen? Wenn du mit einer Person redest, bemerkst du ihr Benehmen und ihre Bewegungen. Und manches ist sogar richtig nervig. Wie die Angewohnheit, mit Schmuck zu spielen. Anstatt dass du dem Gespräch zuhörst, ist das Einzige, worüber du nachdenkst, wann lässt sie ihre Kette los? Und warum dreht sie ihren Ring am Finger? Mädels, ihr macht mich verrückt. Und manchmal hast du anstatt Schmuck Autoschlüssel in der Hand. Du drehst sie, während du telefonierst. Oh nein, überlasse diese Angewohnheit den Taxifahrern. Glaubst du, das sieht cool aus? Tu es nicht. Es sieht lächerlich aus. Es macht Spaß, einen Film mit deinen Freundinnen zu schauen. Aber es gibt Sachen, die kannst du einfach nicht akzeptieren. Zum Beispiel die Angewohnheit deiner Freundin, mit ihren Fingern zu knacken. Uff, dieses Geräusch macht mich einfach verrückt. Es ist unerträglich. Das Geschehen des Films ist nicht wichtig. Und du kannst nur an das grauenvolle Knacken denken. Du hältst es nicht aus. Aber die schuldige Person merkt gar nichts. Denkst du darüber nach, dir einen Bürojob zu beschaffen? Stelle zuerst sicher, dass du eine hohe Stresstoleranz hast. Sobald du dich auf deine Arbeit konzentrierst, wird dein Kollege plötzlich zum Nussknacker. Oh nein, meine Nerven! Und schau dir das an. Der Stuhl schaukelt, das Kaugummi knallt. Die Sachen werden brenzlig. Hörst du wohl auf? Die Angestellten halten diese Tortur nicht mehr aus. Die Beziehungen im Team werden definitiv schlechter.
Wow, ihr seid alle übernervös. Es gibt auch andere Situationen. Jeder arbeitet hart. Kein einziges Klicken mit dem Kugelschreiber. Aber warte mal, da ist ein Geräusch. Ein Fingernageltrommeln. Vielleicht ist es einfacher, sich so zu konzentrieren. Aber nicht für jeden. Und die Arbeitnehmer sind nicht froh über die Begleitmusik. Und das Auge von jemandem zuckt. Hast du eine Büroallergie? Wow, arbeiten in einem offenen Büro ist eine wahre Herausforderung. Auch wenn wir uns entspannen, nerven uns vielleicht andere Leute trotzdem noch. Was ist denn nervend bei einem normalen Burger? Die Art, wie sie ihn isst. Es gibt Leute, die betrachten den Burger wie ein Puzzle. Und warum nimmst du ihn auseinander? Er schmeckt so viel besser. Ich weiß nicht, dieses Gericht sieht irgendwie ekelhaft aus, wenn es auseinandergenommen wird. Wundere dich nicht, wenn du deinen Appetit verlierst. Diese komischen Lebensmittelangewohnheiten ziehen Aufmerksamkeit an. Ich glaube, die Leute am Nebentisch lachen dich aus. Ja, manche Angewohnheiten sehen richtig komisch aus. Ein erstes Date kann so romantisch sein. Ein bequemes Café, ein interessantes Gespräch. Was machst du da? Servietten zerreißen? Das ist eine sehr komische und unattraktive Angewohnheit. Und er denkt vielleicht, dass du eine Spinnerin bist. Ich glaube, das verhilft dir zu keinen Pluspunkten. Hey, hör auf! Wie kannst du die Servietten so ruinieren? Denke an die Bäume und das Retten der Umwelt. Chips und dein Lieblingsfilm? Was braucht man denn noch für einen schönen Abend? Jemand hat großen Hunger. Das Geräusch von knusprigen Chips ist im ganzen Haus. Bekomme ich etwas Wasser? Ich sterbe vor Durst. Oh, die Flasche wurde zu einer Fischschüssel voll mit Chips. Glaubst du, Gläser sind für Schwächlinge? Es ist kein schöner Anblick. Und du willst das Wasser nicht mehr trinken. Aber deine Freundin glaubt das nicht. Oh, was ist das Problem? Während der Schule passieren komische Dinge. Und manche Schüler sind sehr eigenartig. Die Schülerin wurde zur Tafel gerufen, aber anstatt Kreide zu benutzen, will sie sie probieren. Und es ist wie eine spezielle Delikatesse für sie. Die Lehrerin sollte nicht auf eine Antwort warten. Weil sich die Schülerin dafür entschied, die Kreide anders zu nutzen. Aber irgendwann haben alle schönen Sachen ein Ende. Also beendet sie ihren Snack. Die Lehrerin steht unter Schock. Die anderen Schüler lachen. Hat sie einen Kalziummangel? Aber Kreide schmeckt ekelhaft. Warum nimmst du sie nicht mit? Ich meine, es ist bald Mittagessen. Manchmal ist der Unterricht so langweilig, dass man einfach nicht weiß, was man machen soll. Deswegen leisten manche Schüler kreative Arbeit. Schau, anstatt sich Notizen zu machen, dekoriert sie ihre Hand mit Zeichnungen. Wahrscheinlich, weil ihr nicht erlaubt wird, sich ein echtes Tattoo stechen zu lassen. Allerdings ist es in ihrem Fall vielleicht besser so. Was kann beim Zähneputzen nervig sein? Schau genauer hin. Sie öffnet den Wasserhahn und schließt ihn nicht, bis sie fertig mit dem Zähneputzen ist. Und das Wasser läuft und läuft. Wie kannst du so achtlos mit natürlichen Ressourcen umgehen? Wasserrechnungen kümmern dich auch nicht. So viel zu verbrauchen ist nervig. Ich frage mich, wie viel Wasser sie schon verschwendet hat. Kennst du irgendeine dieser Angewohnheiten? Kommentiere unten und sage uns, welche dieser Angewohnheiten du komisch findest und welche du selbst hast. Hat dir dieses Video gefallen? Dann like dieses Video, abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke, damit du keine neuen Sketche über nervige Angewohnheiten mehr auf TumTum Select verpasst.